Es war nur ein falscher Schritt beim Fußballspiel mit Freunden und mit einem hörbaren Knall war die Achillessehne von Christian Plepp gerissen. Vor 5 Wochen wurde er an der Asklepios-Klinik operiert. Seitdem trägt er einen speziellen Schuh, der den Fuß schrittweise wieder in seine normale Stellung führt. Beschwerden hat er keine. Ich habe keine Schmerzen. Also ich muss sagen, habe mir immer schlimmer vorgestellt. Grund für diese schnelle Erholung ist die besonders schonende Operationsmethode, die von Professor Joachim Grifka angewandt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren wird hier nur ein etwa 2 Zentimeter langer Schnitt am hinteren Fuß durchgeführt. Also runtergeschoben zur Sehne. Darüber werden die Fäden vorgelegt, das Ganze wird verknüpft und letztlich dann. Die orthopädische Klinik in Bad Abbach ist Teil des Universitätsklinikums Regensburg und steht unter der Leitung von Professor Joachim Grifka. Er und sein Team sind spezialisiert auf Verletzungen von Gelenken und Knochen. Aus diesem Grund hat sich auch Claudia Zetto an Professor Grifka gewandt. Seit über 20 Jahren leidet sie an einer Fehlstellung ihrer Zehen. Nach einer traumatischen Erfahrung bei einer ersten Operation hat sie lange gezögert, sich erneut operieren zu lassen. Der Fuß ist nach der Operation. Ich hatte wirklich Panik, den zweiten zu machen, weil ich Angst hatte vor den Schmerzen. Gestern war die Operation. Als ich aus der Narkose erwachte, war ich so überrascht. Also mir ging es blendend, auch von der Narkose her, mir ging es blendend, hatte auch keine Schmerzen. In der Nacht, ein kleines bisschen am großen Zeh, also in dem Operationsgebiet, bis 6 Uhr morgens. Und seit 6 Uhr morgens habe ich ohne Schmerzmittel, ohne Tablette, keine Schmerzen. Es ist super, optimal. Nur einen Tag nach der Operation kann sie bereits wieder ihre Zehen bewegen. Für Professor Grifka ein Routineeingriff. Es ist eine kleinere Operation, die den Vorteil hat, dass das Gelenk hier komplett erhalten ist. Und wir haben das gerade gesehen bei Frau Zetto, die Zehe also auch sofort von Anfang an wieder zu bewegen ist. Die zweite Zehe hat eine typische Krallenzehenfehlstellung mit so einem Knochenvorsprung hier auf der Oberseite der zweiten Zehe. Das ist operiert, indem dieses Knochenstück abgetragen ist und die Zehe wieder gerade eingestellt ist. Auch beim Thema Gelenkersatz ist das Team um Joachim Grifka auf dem neuesten Stand der Forschung. Vor 6 Jahren hatte Rudolf Moosburger einen schweren Motorradunfall. Er erlitt komplizierte Knochenbrüche an Bein und Fuß und wurde in der Folgezeit etliche Male operiert. Vor allem die Beweglichkeit seines Sprunggelenks war seitdem erheblich eingeschränkt. Vor einem Jahr wandte er sich dann an Professor Grifka und ließ sich eine Sprunggelenksprothese einbauen. Die Operationsmethode wird zwar bislang noch eher selten angewandt, hat aber etliche Vorteile. Bei Herrn Moosburger haben wir die komplizierte Situation eines alten Bruches im Sprunggelenk. Man sieht das hier am Röntgenbild, die Gelenklinie ist nicht passend zueinander. Dann ist zusätzlich noch das Wadenbein gebrochen, 2010. Und üblicherweise kann man in einem solchen Fall nur das Ganze versteifen. Wir haben die Beweglichkeit erhalten durch eine Sprunggelenksprothese. Und das sieht man hier an diesem Bild. Die zerstörten Knochenanteile werden ersetzt durch die Prothesenteile. Dazwischen ist ein Kunststoffstück gelagert und damit hat man die Beweglichkeit wiederhergestellt. Am Lehrstuhl von Professor Grifka wurde eine Informationsbroschüre zum Thema Sprunggelenksersatz erstellt. Hier wird über den Verlauf und die Risiken einer Operation aufgeklärt. Professor Grifka sieht hier einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Operationsmethoden. Der große Vorteil hierbei ist, dass wir die Beweglichkeit im Sprunggelenk, also die Bewegung des Fußes nach oben und unten, erhalten haben. Das bedeutet, im normalen Gehen wird das Gelenk normal bewegt und auch beim Treppensteigen ist man nicht behindert. Das ist aber bei Versteifungen der Fall. Rudolf Moosburger ist froh, dass er den Eingriff hat machen lassen. Probleme habe ich nie gehabt. Ich habe gerne auch die OP am nächsten Tag schon am Fuß voll belasten müssen, also kurz. Und es ist mir immer super gegangen und ich kann jetzt wieder Treppen steigen, ich kann wieder mit der Frau spazieren gehen, ich kann wieder Radl fahren. Und zuerst habe ich vielleicht 100 Meter, also ohne Schmerzen gar nicht mehr gehen können. Und jetzt kann ich wieder etliche Kilometer laufen. Schmerzfrei? Schmerzfrei. Also vom Gelenk her habe ich null Probleme. Ja, ja.
Die Kontrolluntersuchung ein Jahr nach der Operation ist gut verlaufen. Und Rudolf Moosburger freut sich auf lange Spaziergänge mit seiner Frau.